Deutschlandfunk. Interview. Trotz der Kritik aus den eigenen Reihen, trotz der Kritik aus der CSU und obwohl nun auch Österreich abrückt und eine Obergrenze für Flüchtlinge einführen will, gibt sich Angela Merkel zuversichtlich. Sie setzt nach wie vor auf eine europäische Lösung und hofft auf den EU-Gipfel im nächsten Monat. Ob das mehr als Zweckoptimismus ist, das kann ich jetzt den slowakischen Politiker Richard Sulik fragen. Er ist Europaabgeordneter, war Parlamentspräsident in der Slowakei und ist Vorsitzender der slowakischen Oppositionspartei mit Namen Freiheit und Solidarität, die im Europaparlament eine Fraktion mit der AfD bildet. Er spricht ausgezeichnet Deutsch, weil er als Kind mit seinen Eltern aus der damaligen Tschechoslowakei nach Deutschland gekommen ist und hier lange gelebt hat. Und mit Richard Sulik sind wir jetzt in der Slowakei auch verbunden. Guten Morgen, Herr Sulik. Ja, schönen guten Morgen. Herr Sulik, Ihr Land, die Slowakei, hält die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel ja für völlig falsch. Sehen Sie denn wenigstens den Funken einer Hoffnung, dass es da in der EU noch eine Einigung geben kann? Nein, ich fürchte, es wird keine Einigung, keine vernünftige Einigung geben, weil wenn das möglich wäre, dann hätten die sich schon im Dezember am EU-Gipfel geeinigt. Zur Erklärung muss man ja sagen, die slowakische Regierung, die sozialdemokratische Regierung ihres Landes, die hat gerade beschlossen, keine muslimischen Flüchtlinge ins Land zu lassen. Da dürfte ja also auch aus deutscher Sicht jede Verständigung schwerfallen. Warum nimmt die Slowakei eine so extreme Position ein? Schauen Sie, wir haben in 6 Wochen Parlamentswahlen und die Linksregierung, die sozialistische Linksregierung, die an der Macht ist, die ist da halt recht populistisch. Also das mit den Muslimen, das war schon ein bisschen übers Ziel geschossen. Das heißt, Sie, Ihre Partei wird ja rechts eingeordnet. Viele vergleichen Sie sogar ein bisschen mit der AfD in Deutschland. Sie halten das für übertrieben. Sie würden Muslime aufnehmen? Nein, wir sind gegen Migranten. Das ist, und mir ist ja egal, ob das Muslime oder Nicht-Muslime sind. Wir sind gegen Migranten aus verschiedenen Gründen und da muss man nicht zwischen Muslimen unterteilen. Herr Sulik, ich will Ihnen ja gar nicht zu nahe treten oder persönlich werden, aber Ihre Familie ist ja in den 80er Jahren, wenn ich recht informiert bin, auch nach Deutschland geflohen oder gekommen, aus einem Land, in dem es sogar keinen Bombenkrieg gab. Habe ich Sie da recht verstanden? Sie würden solchen Menschen, Sie würden Ihrer eigenen Familie da jetzt die Einreise verweigern? Also schauen Sie, wir waren erstens politische Flüchtlinge, zweitens Deutschland hat mit meiner Familie einen Zahnarzt bekommen, eine Rechtsanwältin, 3 Kinder. Mhm. Und das ist doch schon was anderes, wenn jetzt... Aber syrische, es kommen ja auch viele syrische Zahnärzte, viele sehr gut ausgebildete Menschen. Denen wollen Sie diese Chance gar nicht geben. Bitte was? Es kommen ja auch syrische Zahnärzte nach Deutschland als Flüchtlinge. 5 oder 10? Also 1% oder 0,5%? Mehr als 90%. Der ankommenden Migranten sind für den deutschen Arbeitsmarkt nicht zu gebrauchen. Das ist eine Aussage der Arbeitsministerin Frau Nahles. Mehr als 90%. War das bei Ihnen so klar, dass Sie eine solche Karriere machen, dass Sie für den deutschen Arbeitsmarkt dann auch tauglich gewesen wären oder waren? Ja, natürlich. Ja, das war abzusehen. Wieso lassen Sie dann keine Migranten rein, zumindest die qualifizierter sind? Ich verstehe nicht ganz Ihre Frage. Schauen Sie sich doch bitte, was in der Silvesternacht in Köln passiert ist. Warum glauben Sie, möchte sich die Slowakei dieselben Probleme einhandeln, wenn abzusehen ist, was passieren wird? Das heißt, die Slowakei, die wird auf alle Fälle, davon gehen Sie aus, bei dieser Linie bleiben. Ihre Partei heißt Freiheit und Solidarität. Für was steht da Solidarität? Für die Wähler, die mich gewählt haben. Und Freiheit übrigens genauso. Wir sind nicht dafür da, Freiheit für die ganze Welt zu garantieren und auch nicht Solidarität. Wir sind dafür da, Freiheit und Solidarität für die slowakischen Bürger zu garantieren und zu gewähren. Herr Sulik, Sie wollen keine Flüchtlinge aufnehmen. Das haben Sie jetzt klar gemacht. Das ist eine Sache. Aber wie kann man es denn rechtfertigen, auch keine humanitäre Hilfe zu leisten? Das lehnt ja die Slowakei, wenn ich das recht verstanden habe oder recht gelesen habe, auch prinzipiell ab. Nein. Das ist schon richtig mit der humanitären Hilfe, soll man das leisten. Man muss doch nicht alle Leute zu sich nach Hause zuerst einladen. Wenn Sie einem Obdachlosen helfen wollen, dann kaufen Sie ihm eine Suppe oder eine warme Kleidung, aber auch nehmen Sie ihn nicht zu sich nach Hause. Man kann doch durchaus in den Flüchtlings
Camps in der Türkei, in Libanon und in Syrien, direkt in Westsyrien. Dort kann man doch Hilfe leisten. Aber jetzt habe ich gelesen, die Slowakei zahlt keinen einzigen Cent beispielsweise an das Welternährungsprogramm. Meine Frage, Berlin will ja, dass die EU-Staaten Geld bereitstellen für Flüchtlingslager. Dort, wo Sie sagen jetzt, im Libanon, in Jordanien, damit diese Flüchtlinge erst gar nicht in die EU kommen. Wird sich die Slowakei da an Finanzhilfen beteiligen? Sollte sie sich beteiligen? Ja, die slowakische Regierung hat sich bereit erklärt, an diesen 3 Milliarden für die Türkei teilzunehmen. Und wir werden dann unseren Anteil bezahlen, im Gegensatz zum Beispiel zu Italien, das ablehnt. Aber zweitens, der EU-Haushalt ist ja recht groß, sind ja 140 Milliarden Euro pro Jahr. Mhm. Die müssten nur nicht diese ganzen sinnlosen Sachen zahlen, diese Strukturfonds, diese landwirtschaftlichen Dotationen. Die haben doch Geld genug. Von denen die Slowakei aber gewaltig profitiert. Von den Strukturfonds? Ja. Wissen Sie was? Diese Strukturfonds haben so viel Korruption in unser Land gebracht, so viel Deformation von der Unternehmenslandschaft. Also soll die EU ruhig diese Strukturfonds behalten. Mhm. Also Sie könnten auf diese 15 Milliarden, so habe ich gelesen, sollen das in den nächsten Jahren sein, für Straßenbau und Verkehrsprojekte aus Ihrer Sicht durchaus verzichten und vielleicht auch für eine bessere Telefonleitung. Da würden wir uns besser verstehen. Ja, das tut mir leid. 15 Milliarden, ich weiß nicht, in 7 Jahren. In derselben Zeit zahlt die Slowakei 7 Milliarden in die EU. Also das ist nicht 15:0, sondern 15:7. Und wenn ich von den 15 Milliarden... Macht immer noch 8. Ja, Moment, aber dann müssen Sie doch abrechnen. Wir sind nicht in der Lage, alles zu schöpfen. Mhm. Da bleibt immer ein Betrag, den wir nicht geschöpft haben. Unheimlich viel Korruption, unheimlich viel Deformation. Also das ist so 1:1. Im Endeffekt ist es 1:1. Slowakei wäre nicht viel ärmer, aber wir wären nicht an diesem Brüsseler Tropf, von diesem Brüsseler Tropf abhängig. Mhm. Das könnte sich die Slowakei also leisten, auf diese Hilfen zu verzichten. Ja, ja. Was glauben Sie, was war vor 10 oder 20 oder 30 Jahren los? Ja, na gut, aber da hat sich ja einiges getan oder man will ja einiges verbessern. Wenn Sie sagen, das sei so egal, dann nehme ich an, sind Sie von Forderungen, Staaten wie der Slowakei, die sich bei der Aufnahme von Flüchtlingen widersetzen, die EU-Hilfsgelder zu streichen, dann können Sie sich darüber gar nicht beschweren. Das wäre für Sie dann akzeptabel, ja? Na Moment, wissen Sie, das ist so. Ich sage nicht, dass diese Gelder, dass wir sie überhaupt nicht wollen. Ich sage nur, wenn diese Gelder als Erpressungsmittel dienen sollen, dann bin ich dafür, dass die Slowakei sich da nicht damit unter Druck setzen lässt. Das ist das eine. Und das zweite, ich bin dafür, dass diese Gelder europaweit gestrichen werden. Da wären doch auch die meisten Deutschen dafür. Deutschland bezahlt doch, ich weiß nicht, 10 oder 15 oder wie viel, 20 Milliarden pro Jahr. Das würde aber das Zusammenwachsen, also Sie sprechen jetzt von Korruption in Ihrem Land, das würde aber das Zusammenwachsen von Europa wahrscheinlich gewaltig behindern. Wie sehen Sie das? Ach, das ist doch dieses Brüsseler Blabla. Ja? Man braucht nicht Geld, um zusammenzuwachsen. Der gemeinsame Markt ist wichtig. Ist es denn auch der kostet ja nicht in erster Linie Geld, da muss man nur die Einigungen machen. Der gemeinsame Markt ist wichtig, wenn Sie uns da zustimmen oder den Brüsseler Blabla da zumindest zustimmen. Was ist denn, wenn Schengen scheitert? Das ist ja im Moment die große Befürchtung, dass dann auch der Binnenmarkt leidet. Das bringt doch auch große Nachteile dann für die Slowakei. Würden Sie das in Kauf nehmen? Schengen und Binnenmarkt ist ja nicht das Gleiche. Aber das wäre der Anfang, sagt der EU-Kommissionspräsident Juncker. Nein, das glaube ich nicht. Ich weiß nicht, wo er das her hat, aber das glaube ich nicht. Wenn Sie sich die Situation vor 20 oder 30 Jahren anschauen, da hat es bereits Binnenmarkt gegeben und der war gar nicht mal so schlecht, aber noch kein Schengen. Mhm. Also das hängt nicht direkt zusammen. Ja. Es ist schon gut, wenn es Schengen gibt, aber die Situation heute ist doch so, dass teilweise Schengen außer Kraft gesetzt wurde. Schweden, Dänemark, Österreich, Italien, diese Länder, die sind sowieso nicht mehr richtig im Schengen-Raum, weil die ja diese Grenzkontrollen durchführen. Und das wird so weitergehen. Das wird, glauben Sie, dass es so weitergehen wird? Frau Merkel hofft ja immer noch auf eine europäische Lösung. Also wenn wir zum Anfang unseres Gespräches, da zum Ausgangspunkt zurückkommen, beim EU-Gipfel nächsten Monat, dann macht sie uns da was vor? Oder gibt es noch einen Funken Hoffnung irgendwie aus Ihrer Sicht?
Ja, das klingt so wie Prinzip Hoffnung von diesen deutschen Philosophen von Herrn Bloch. Aber so kann man keine Politik machen. Ja, Frau Merkel hat ja auch gehofft, dass die Flüchtlingszahlen runtergehen, dass es im Winter kalt wird und was weiß ich was alles. So kann man keine Politik machen. Und die EU ist in dieser Situation völlig handlungsunfähig. Das sieht man ganz offen. Alle sehen das, außer Frau Merkel. Und es wird nichts anderes übrig bleiben, wie in den nächsten 2 Monaten die Grenzen zu schließen. Es muss nicht direkt die deutsch-österreichische Grenze sein, es kann auch die österreich-slowenische Grenze sein oder die slowenisch-chorvatische. Irgendwo auf dem Balkan, auf der Balkanroute, wird die Grenze geschlossen werden müssen. Und zwar jetzt, bevor die Flüchtlingszahlen wieder so stark ansteigen. Das fordern Sie oder davon sind Sie überzeugt? Beides. Beides. Was bedeutet das, wenn die Slowakei jetzt, ich glaube im nächsten Juli, die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt? Gibt es da dann nicht riesige Probleme mit der deutschen Bundesregierung? Nein, das glaube ich nicht. Diese Ratspräsidentschaft, das ist mehr so Marketingaktivität, weil es gibt ja Ratspräsidenten, den Donald Tusk, und den gibt es ja ständig. Und der wurde eingeführt, dieser Ratspräsident, den gibt es seit einigen Jahren. Ja. Und als dieser entstanden ist, hätte man die Ratspräsidentschaft der einzelnen Länder abschaffen sollen. Und man hat es nicht getan und jetzt ist die Ratspräsidentschaft nur so zu so Marketingaktivität mutiert. Der slowakische EU-Politiker, und das ist durchzuhören, EU-Kritiker Richard Sulik. Herr Sulik, ich bedanke mich für das Gespräch. Ich auch. Schönen Tag noch.